So, lass mich raten, das wird gleich wieder komplett aufgehalten. Nö. Mhm. Weil Alabus einfach unser Freund und Helfer ist. Ja. Das ist eine seltsame Taktik, aber okay. Professor Culper, Genius. Wenn er meint. Vor allem, wenn er meint, sein gesamtes Labor fluten zu müssen, habe ich nichts gegen. Und die Sprinkleranlage anzustellen. Naja. Das auch noch. Mea Culper, Mea Maxima Culper und so, ne? Mhm. Und das. Culper ist ein Mädchen? Ist. Ja. Die Schuld. So, kommt es jetzt endlich das, was. Ja. Erwartet haben. So. Diese Überraschung ist ein Krypto-Pokémon. Aha. So, und ich bin jetzt in weiter Voraussicht. Regentanz, Donner auf. Mantax. Mantax tot. Ach, Regentanz ist schon, also nur noch Donner auf Mantax. Hm, kann man da was gegen tun? Nee, ne? Gibt kein Blitzerblatt oder irgendwas. Du mal kannst. Kampf, geh mal auf Kampf. Tja, du hast den Superschall ja rausgenommen. Du kannst hoffen, mit Aquavelle einfach Raikou zu verwirren. Und gleichzeitig mit Nachtara mit Bisschen zu erschrecken. Gut. Das wäre eine Taktik. Oder ist es einfach nur super schnell? Ja, das ist immerhin das schnelle Pokémon von den dreien. Ja, dann hätten wir das gelegt. Das war vierfach Schwäche plus der plus Regen. War mir eindeutig. Da hilft dir auch deine allzu hohe tolle Verteidigung nicht viel. Nachtara, you can do it! Hier, krieg eine Limonade. Zuckerschock, ahoi. Stimmt. Ganz ehrlich. Es ist wie bei uns Drogeriemärkte und Apotheken. Selbes Produkt, einfach für verschiedene Preise. Mhm. Es gibt wirklich diese extra Märkte, wo die Tränke verkauft werden, wo die wirklich super Tränke verkauft werden, die natürlich super hergestellt werden, alles was nicht gemacht wird, die dir 50 Punkte heilen. Dasselbe schaffst du auch mit einer Flasche Tafelwasser. Mhm. Nicht mal irgendwie Heilwasser oder sowas, einfach Tafelwasser. Ne? Ja. So. Okay. Also das Ganze nochmal neu aufstellen. Am besten irgendwie sinnvoll. Ja. Warum verliere ich eigentlich kein Geld? Überlege ich gerade, so rein von der Logik nach. Ich meine, ich beklage mich darüber nicht, aber. Professor Culper will dein blödes Geld nicht. Das kann sein. So, Pokémon-Lagerungssystem, was haben wir denn hier Schönes? Ampharos hat was für ein Leben momentan, was für ein Level? Nee, ne? Ach, nee, nicht wirklich. Diana? Was, wie? Ach, Diana, Xiana. Hab ich gesagt. Bah, noch viel weniger, ja, nee. Das war ja. Capoeira ist auch recht. Nee, Capoeira ist gar nicht so schwach. Bringt uns aber sehr wenig. An Pokémon, die wir eigentlich schon wirklich nutzen können und die nicht nur rumstehen und Kryptoschlag einsetzen. Das sind nicht viele, nee. Gut, Fastelka kann ich mal reinnehmen. Skorkler vielleicht auch. Fastelka dürfte Käferstahl sein. Ja. Mhm. Was Käferstahl gibt uns halt keinen Vorteil auf irgendeines dieser Pokémon. Hat auch nur Kryptoschlag, also ist es eh egal. Sagen wir so, für diesen Kampf wäre Lantern einfach das Nonplusultra. Nee, nur dass ich deswegen es nur nicht fangen kann, ha? Eben. Aber weißt du auch warum, dass das so teuer wäre? Was denn? Wenn es nämlich, also wenn es
Wenn ich es richtig im Kopf habe. Eben, ne? Kein Problem mit den ganzen Wasserattacken, logischerweise. Mit den Elektroattacken. Auch nicht unbedingt, weil es sogar Voltabsorber haben dürfte. Und teilt dir recht gut Schaden aus, wie du gesehen hast. Jo. Ja, Schneckmark ist eine gute Idee bei den ganzen Wasser-Pokémon. Ja. So, mal schauen. Keifel kann man schon drin lassen. Damaplex ist auch noch okay. Problem ist einfach nur, du hast von Anfang an dein Team, sag ich mal, ineffektiv zusammengestellt. Aber so hat das halt am besten gepasst von den Pokémon her. Deswegen, ich habe glaube ich einfach Glück gehabt und die Pokémon eher gekriegt, die mehr Sinn gemacht haben und auch eher verwendet. Aber ich meine, ich habe ja eh mal so ein festes Typesetting. Ist naja. Das was ganz anderes. Typesetting ist ja Informatik, aber Typenspiegel, sag ich mal, in meinem Team. Ja, Typesetting hast du eine Zeitung. Ja. Kannst du setzen. Ich weiß. Ich würde fast sagen, Ayalos rauspacken? Ja, wogegen denn? Hier Dings da. Eins von den dreien. Vieren. Wenn dann am ehesten Capoeira. Auch wenn man das nicht raustun darf, bis Altaria tot ist. Gut, das kriege ich ja hin. Dann doch eher nach da raus. Warum das? Weil Natara wenig Sinn macht. Natara hat eigentlich neben Mantax am meisten ausgehalten. Hat es? Ja gut, dann... Dann hole ich es halt wieder rein. Das musst du nicht... Du kannst einfach mal ein Gegenargument bringen oder so, warum du es raustun wolltest. Ist mir nur aufgefallen, das hat doch eigentlich recht viel ausgehalten. Zumindest bei Ala bis jetzt. Gut, ja doch. Ja, es lag auch an zwei Limonaden. Ja... Und es ist einfach nur recht schwach. 10 Level unter den anderen. Komm, nimm doch Ariados, passt schon. Doch Ariados, okay. Auf jeden Fall besser als Nastara. Ja, und ich wenn weiß, man das so sieht. Mit Capoeira noch zugange. Ah, dann nimm das mit, das geht natürlich auch, ja klar. Aber das ist ja eh 2 Plätze frei, also. Jo. Also doch wieder Ariados. Du könntest theoretisch auch Fostelka nehmen. Stimmt, könnte ich auch. Geh mal kurz auf die Werte. Weil da habe ich so ein bisschen Angst um den Eisstrahl. Auch wenn ich da nicht sicher bin, ob das überhaupt Sinn macht. Da passt schon. Okay. Angriff von 83, Verteidigung. Mal eine hoch. Okay, dann. Irgendwie zu Ariados kommen. Ich hätte es nicht erwartet. Ariados hat den höheren physischen Angriff. Also doch Ariados. Ja. Ja. Weil Ariados beim Kryptoschlag einfach mehr Schaden drückt. Gut. Was ich echt nicht erwartet hätte. Gut, aber da ich nicht annehme, dass ich Greifel und Dynamax als erstes draußen haben wollen würde. Hoch. Falscher Knopf. Oder will ich das haben? Weiß ich gar nicht. Ja, die Chance ist sehr hoch, dass eben Wasser-Pokémon zuerst kommen. Bei Raikou wird jetzt erst ausgesendet und ansonsten. Ist alles offen. Eben. Also ich würde sagen, Sneebeldamm hier Plex. Okay. Einfach nur für den Fall, dass Altaria draußen ist am Anfang. Und speichern. Darf ich nebenbei eigentlich Chips essen? Nein. Okay. Kommt schon ab, bis die Chips sind.
Bubble Chips. Im Discounter. Was für eine Geschmacksrichtung? Chips. Salz, also Pfeffer, Paprika. Komisches Afrika-Zeugs. Gewürz. Geschmacksrichtung Gewürz. Ah, ja. Nee, also, nee, es ist schon Paprika. Vor allem, wie die Stapelchips, diese gepresst noch einfach wirklich ganz dreist nur aus Kartoffelpüree-Pulver bestehen. Ja, nun. Oh, der Alarm. Mhm. Man muss wirklich sagen, die Musik im Labor war eigentlich echt nett. Der Alarm weniger. Mhm. Wobei sie ja erst nett war, als du Alternative kennengelernt hast. Aber ich fand ja vorher schon nicht schlecht, also so ist nicht. Naja. Was ich eher nicht verstehe. Warum bauen die wirklich ihre ganze Basis einfach so unglaublich verzweigt auf, wenn man an den fehlenden Türen einfach erkennen kann, dass dazwischen nichts ist? Weiß ich nicht. Ging's hier hoch? Ja, ne? Ist doch hier. Ich fahre nur auf Suche, damit ich die Treppe runterlaufen kann. Natürlich. Mhm. Hm. Macht so viel Sinn. Nein, macht keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Ist eh alles dasselbe. Auch wenn Kiel in anderer Meinung sein dürfte. Hi. Deine Courage ist wahrlich bewundernswert und lächerlich zugleich. Denn mit Courage allein gewinnt man keine Kämpfe. Mit Courage! Das neue Head & Shoulders mit Hydro-Courage. Eieiei. Das war jetzt nicht so ganz das beste Setup, was wir hätten kriegen können. Aber Eis ist... Ja. Seit wann hat das mit der Rohr drauf? Was? Damir Plex hat mit der Rohr, glaube ich, oder? Ja. Müsste es schon seit immer haben. Okay. Eissturm, sagst du? Tja, ich... Theoretisch ja, praktisch teilt sich der Schaden auf. Ganz ehrlich, Kryptoschlag auf Lanthorn. Ganz ehrlich. Lanthorn, okay. Lanthorn muss sterben. Okay. Lanthorn, ja, Lanthorn, Lanthorn ist nicht Hölle. Kalbert. Hypnotisiere ich es nochmal. Hat so gut geklappt beim ersten Mal. Wie meinst du? Oh, das hat gar nicht so schlecht Schaden gemacht. Das habe ich mir weitaus schwächer vorgestellt irgendwie. Ja. Oh. Ist ja eh jetzt wieder egal. Geh lieber mit Kryptoschlag drauf, das macht mehr Sinn. Ich glaub's auch, ja. Ach richtig, da war ja was. Mir neu. Was denn? Echt nichts. Was da was war? Ja, nun. Wie lastig dieses Körper doch auch ist. Weg. Und tot. Schade. So. Schwierig, schwierig. Du schaffst das. Ich hab fast Keifel. Denke ich mal. Damit es durch eine Hydropumpe wieder den Geist aufgibt? Gutes Argument. Das müsste es ja besser aushalten. Rein damit. Ja, du, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Kram. Ich habe vergessen, dass Golbert draußen ist. Das könnte doof sein. Das ist doof. Müsste Lanthorn nicht bald mal sterben? Eigentlich schon.
Oh, danke. Nehme ich noch jetzt. Und gleich ist nächste hinterher. Cool, jetzt glaube ich, denke mal. Ja, jetzt glaube ich, denke ich mal erst auf Golgot. Nee. Ja. Wir haben ja gelernt, dass Alabis unser Freund ist. Zumindest mit Mantax, ja. Mantax wurde über die Hälfte des Spiels noch reißen müssen, also. Ah ja, klar. Nein, ich nehm's nicht aus dem Hohe-Modus raus. Warum sollte ich? Naja. Macht sich ja so viel besser als Krypto-Pokémon. Will ich Aya das heilen? Ich glaube fast ja. Wäre gar nicht so schlecht. Zumal sie zurückschreckt. Ist es eigentlich nur eine Runde oder beim nächsten Angriff das Rückschrecken? Das ist sie. Ja, eine Runde lang. Reicht Limonade? Ja, doch. Da fehlen aber 10. Den Rest kriege ich nicht so einfach. Abbeißen jetzt beide, okay. Whatever. So, jetzt hätte ich Sneeble brauchen können. Egal. Ich hab dich ja gewarnt. Ja, ja. So. Na, alle wissen ja schon immer noch unser Freund ist. Beziehungsweise nur Biss einsetzt. Oder im Regentanz. Wie immer. Hat du toll gemacht. So, und die Frage ist wieder, will ich dem eine Limonade geben? Hat's eigentlich nicht verdient. Dann lass es. Du kannst doch einfach austauschen. Kann ich auch, ja. Es ist immer noch Alabis da. Ich glaube, der hat auch Hydro-Pumpe, ne? Bezweifle ich. Weil ansonsten hätte er nicht immer Surfer eingesetzt. Okay. Was hast du jetzt also gemacht? Ich habe Kaffee statt Arealis rausgeschickt. Das macht keinen Sinn. Ach, das nicht. Okay. Weil Surfer trotzdem Schaden macht. Gut. Also doch Mantax. Gut, wenn du meinst. Ja klar. Es ist gerade kein Elektro-Pokémon draußen. Stimmt. So. Das müsste unten sein, bevor der Miplex angreift. Der Miplex ist doch das schnellste gewesen im Team, oder? Ach ja, stimmt, wir haben schon geklärt, dass das vorher kam. Ja, ja, passt. Alabis ist noch schneller? Okay. Habe ich eine Initiative in Senkung gemacht? Glaube ich eigentlich nicht, ne? Hattest du irgendwann mal vielleicht, das kann sein. Scheinbar. Namiplex war doch vor Altaria dran. Gut, merken. Ach ja, halt nochmal heilen.
Ist was toll. Ja, deswegen mache ich die Taktik so ungern. Und ja, ich habe zwei Dinger verschwendet. Blablabla. Wie willst du es denn sonst machen? Erst grinden und dann nochmal hingehen? Ja, wahrscheinlich. Aber wir werden diesmal verwirrt. Yay. Natürlich. Verwirrung.